Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Anstrengende Woche, viel passiert. Videotechnisch, Pokémon-technisch, leider nicht genug. Wir haben die 15.000 Abos geknackt. Auflösung kommt dann demnächst. Ich wollte noch einen Stream machen, wo wir uns nochmal den Account anschauen. Und dann wollte ich vielleicht einen Stream machen. Okay, nicht Stream, aber vielleicht ein Video, wo ich mir ein paar der lustigsten Antworten raussuche, was ihr da so geschrieben habt. Aber ist eigentlich vollkommen egal, was ihr geschrieben habt, weil solange ihr einen Kommentar hinterlassen habt, seid ihr mit dabei, weil das ist so eine automatische Seite, die liest die Kommentare nicht, die lost es einfach aus unter allen Kommentaren, egal was da steht. Das werden wir dann demnächst machen. Vielleicht heute sogar schon den Stream. Muss ich mal schauen, echt zu viel los. Ich hatte eigentlich vor, die ganze Woche durchzustreamen, mich da ein bisschen mehr darauf fokussieren, streamtechnisch und allgemein videotechnisch wieder ein bisschen anziehen. Aber kann man nichts machen, wenn man keine Zeit hat. Was mich auf mein Thema von heute führt, ich hatte nicht mal genug Zeit, um meine täglichen Raid-Pässe zu verbrauchen, zu verwenden, einzulösen, wie auch immer. Und jetzt, deswegen kommen wir zu einem Tipp, Cheat, oh, Hong Cheat, was auch immer, wie man es nennen will. Also kein Cheat, das war nur ein Scherz. Und zwar, also für manche ist es vielleicht offensichtlich, die so, das wissen wir doch alle, das machen wir schon die ganze Zeit. Aber für manche, da muss man erstmal drauf kommen. Und dann wird es halt offensichtlich. Man braucht erstmal diesen Aha-Moment. Und dann weiß man, ah ja, klar, das kann man eigentlich immer machen. Und zwar, also auf die Idee bin ich erstmal gekommen, weil es gibt ja die Feldforschungs Durchbrüche. Jeden Donnerstag, wenn man es richtig gemacht hat. Wenn man keinen Tag verpasst hat und so. Und was manche machen, am Mittwoch bereits stellen sie die Uhr vom Handy vor. Und dann ist man im Spiel auch schon in der Zukunft. Und dann kann man schon bereits Mittwoch den Feldforschungsdurchbruch bekommen. Und dadurch wussten wir, dass zum Beispiel Lavados kommt und zweites Mal Lavados und so. Und dann dachte ich mir, das müsste, wenn es in die Zukunft geht, vorwärts, dann müsste es auch rückwärts gehen. Und so habe ich drei freie Raid-Pässe an einem Tag bekommen oder verwendet. Drei freie Raids. Dienstag, ganz normal geradet, Pass verbraucht. Mittwoch, neuer Pass, keine Zeit gehabt, nicht geradet. Donnerstag, theoretisch zwei freie Raids möglich gewesen. Problem, Donnerstag habe ich es auch nicht geschafft. Sprich, den Raid-Pass von Mittwoch habe ich noch. Den von Donnerstag konnte ich nicht einlösen, also nicht erdrehen, weil der von Mittwoch erstmal weg muss. Und dann ist Freitag. Den von Freitag kriege ich. Theoretisch, wenn ich den von Mittwoch auch noch einlöse. Jetzt war dann halt Freitag früh. Ich hatte den Raid-Pass von Mittwoch. Könnte den von Freitag abholen. Und den von Donnerstag habe ich dann theoretisch verpasst. Okay? Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Drei Raid-Pässe, ein verpasst. Also zwei. Und wie kriegen wir jetzt den dritten? Ich habe die Zeit zurückgespult. Und auf meinem Handy eine andere Zeitzone eingegeben. Eine, die in der Vergangenheit liegt. Also hinter uns. Die hinterste Zone, die es, glaube ich, gibt, ist 12 Stunden hinter uns. Das heißt, der Trick geht bis maximal 11:59 Uhr. Weil dann ist es in der Zeitzone 23:59 Uhr. Und vor der Arbeit, 8 Uhr, 9 Uhr, auf dem Weg zur U-Bahn, die eine Arena da, war ein Gunball. Musste ich ja mitnehmen, habe ich es ausprobiert. Zeitzone geändert, habe den Raid gemacht, habe mir den freien Tagespass abgeholt. Jetzt wusste ich nur nicht, ist es der von Donnerstag, der freie Raid-Pass, oder ist es der von Freitag? Dann, später, Mittagspause, habe ich einen Latias-Raid gemacht. Habe ich meinen zweiten freien Raid-Pass eingelöst. Frage ist jetzt, war das der von Donnerstag oder war das der von Freitag? Wusste ich nicht. Erst danach, als ich nochmal gedreht habe und noch einen bekommen habe, Nummer 3, wusste ich, den vorhin, den ich geholt habe, das war der von Donnerstag. Und der nach dem Latias Raid war der von Freitag. Das heißt, ich hatte drei freie Tages-Raid-Pässe an einem Tag. So ein kleiner Tipp, den ich herausgefunden habe. Also nicht ich, also den haben wahrscheinlich schon viele herausgefunden. Aber wie gesagt, man muss erstmal drauf kommen. Man braucht diesen Aha-Moment. Ah ja, so kann man es machen, so klappt's. Und das geht natürlich auch für Dreh des Tages, falls man den verpasst hat und echt gar nicht gedreht hat, das Spiel gar nicht mehr angemacht hat, kann man zurück die Zeitzone ändern oder nochmal den freien Tages-Raid-Pass holen, den Stop des Tages, Fang des Tages, was gibt's noch? Ah ja, und den Stempel natürlich, falls man einen Tag verpasst hat, kann man auch so machen. Also ich nehme es mal an, wenn man es bei einem machen kann. Ich habe die anderen Sachen noch nicht ausprobiert, aber sehr wahrscheinlich. So ein kleiner Tipp von mir, ein Hinweis für euch. Falls ihr auch
ab und zu mal das verpasst, eins von den Sachen, passiert jedem mal, dann könnt ihr das machen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Mir persönlich auf jeden Fall sehr. Aber das war's von mir. Wie gesagt, heute Abend vielleicht noch der Stream, wo wir uns den Account anschauen, genau anschauen, den ich verlosen werde. Und danke für die 15.000. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Aber das war's erstmal. Und später kommt auch noch ein Video, irgendein Push-Video für das Event. Ein paar Sachen pushen. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.